bekannte Fernsehmoderator Thomas Gottschalk hat Quotenprobleme mit seiner Sendung Gottschalk Live und ihm drohte die Absetzung. Man hat aber nicht Gottschalk abgesetzt, sondern nur das Live. Da fühlen sich die Zuschauer nicht so unter Druck gesetzt, dass sie was verpassen könnten. Ich finde aber, da leidet die Glaubwürdigkeit und die Unmittelbarkeit, die Bindung an den Zuschauer. Ich schalte immer live meine Kamera an, wenn ich angeklickt werde. Anders könnte ich das nicht verantworten. Morgen geht's weiter. Gut, das war jetzt eine Wiederholung, aber beim ersten Anklicken ist es live.